So, wisst ihr was? Jetzt machen wir noch eine Runde. Dann machen wir jetzt für heute Schluss. Glaube ich. Machen wir heute ein bisschen früher Schluss. Jetzt geht's hier dann für mich schon langsam in den echten Urlaub. Ich muss jetzt noch ein paar Special-Videos machen für den Hauptkanal auf YouTube. Da habe ich schon ein paar Sachen vorbereitet, aber die muss ich jetzt übers Wochenende noch fertig machen, damit wenigstens jedes Wochenende jetzt, während ich die 2 Wochen Auszeit nehme, noch ein Video kommt. Und dann heißt es für mich wirklich 2 Wochen YouTube-Auszeit. Das wird cool. Aber vorher geht's erstmal auf die Wippen. Oh, die Wippen. Bei den Wippen kann man Pech haben, ey. Da kann man einfach echt Pech haben, wenn die ungünstig stehen. Schauen wir mal. Oh, das ist ganz schlecht. Wenn man ganz hinten starten muss, das ist ganz schlecht bei den Wippen. Puh, das war gewagt, aber gut. Hat noch hingehauen. Okay. Also hier haben wir jetzt eine ungünstige Position, aber passt. Okay, cool. Läuft ganz gut bis jetzt. Nein, oh dammit, ich hätte nicht sagen dürfen. Ich wollte gerade noch sagen, ich konnte mich auch von den anderen Spielern so ein bisschen absondern. Das ist immer gut, weil dann hat man es leichter mit den Wippen. Und in dem Moment springe ich in die Schlucht. Na super. Nein, Leute, so geht das nicht. Ihr müsst ein bisschen kooperieren hier. Kommt schon, jetzt gehen alle auf die Gelbe einfach. Wahrscheinlich besser so. Ach, kommt schon, das ist ja gemein hier. Was soll man da machen? Ach, es lief so gut. Es lief so gut. Okay, Ananas, komm, wir machen das jetzt gemeinsam. Mit Geduld. So, jetzt. Na dann. Ist nochmal alles gut gegangen, aber das hätte so viel besser laufen können. Oh, das Unterhosen-Duo. Das ist immer noch der beste Skin. Der beste Skin bis jetzt ist immer noch definitiv diese Herzchen-Unterhose. Mit Abstand. Ist perfekt. Nein! Ich drück dir die Daumen, Herzchen Unterhosen Sophia. Aber das wird eng. Das wird eng. Aber er kann es schaffen. Es ist noch nicht vorbei. Ja, es ist vorbei. Schade. Aber der andere Herzchen-Unterhosen-Charakter hat es geschafft. Ich halt zu dem. Wie heißt er? Feathery Skink. Du schaffst das. Wenn ich nicht gewinne, dann er hoffentlich. Ah, Türlauf. Ah, ich finde Türlauf toll, aber ist halt voll random und witzig und kann voll in die Hose gehen. Aber Türlauf ist toll. Da muss ich einfach an Takeshis Castle denken. Alles, was mich... Die ganzen Takeshis Castle Minispiele hier sind die besten Minispiele. Thank you.
Okay. Läuft bis jetzt ganz gut. Ja, okay. Das Burger-Kostüm. Burger und Fritten laufen hier rum. Das ist ja auch schön. Und dahinter noch eine Getränkedose. Die sind wahrscheinlich das dynamische Trio des guten Geschmacks. Oh, das lief echt sehr gut heute. Kann man sich nicht beschweren. Gute Nacht, Abraxel. Mach's gut. Dankeschön. Dankeschön. Ich mache jetzt wir machen gleich Schluss. Das bringen wir jetzt noch zu Ende. Und dann heißt es für mich auch ab in die Haia. Nee, beziehungsweise werde ich noch ein bisschen was machen für den Kanal, aber mehr oder weniger. Hey Katka! Hallo und danke fürs Subscriben. Es grüßen der Cludo Zakorak aus der Festung des Katkas. Cool. Nina hat das Geschenk erhalten. Habe ich gesehen. Das Video dazu erscheint am Wochenende. Ah, okay. Zur Info für dich. Ich habe schon gesehen. Ich war schon auf dem Kanal und habe es mir angeguckt. Voll cool. Ah, Eiergerangel. Ah, ich mag das Minispiel nicht. Was geht's? Okay, warte mal. Ich glaube, wir haben 2 goldene Eier, oder? Dann gehe ich nämlich einfach nur verteidigen. Haltet die roten Pommes! Bist du ein Blauer? Die Ananas ist, glaube ich, irgendwie verbuggt, oder? Ich glaube, eigentlich sollte das nicht so sein, dass die weiß sind, weil man weiß aber nicht, zu welchem Team die gehören. Aber naja, so ist es halt jetzt. Unser goldenes Ei. Ich werde es ausbrüten. Und dann wird ein goldener Hahn draus und dann werde ich auf dem in den Sonnenuntergang reiten. Das gibt extra Punkte. Nein, er hat mein Ei. Nein, was ist denn jetzt passiert? Glitscht das Ei einfach raus oder wie? Ja, ich glaube, das ist eine Ananas von uns, oder? Es ist immer schwer zu sagen. Du kannst das goldene Ei mal aufhören, hier rumzuglitschen. Was ist denn da los? Wir haben doch sonst nichts außer das goldene Ei. Lasst uns das doch. Nehmt doch die anderen Eier. Nein! Der Kaktus, ey, der hat aber eine Treffsicherheit, wenn es darum geht, das goldene Ei zu nehmen. Ist ja furchtbar mit dem. Au. Au. Okay. Passt schon. Hat noch gereicht. Oh Gott. Finale, oder? Ist schon Finale-Zeit? Na, ach so, kann schon sein. Ja, ich glaube, das ist Finale. Diese Schweifjagden immer. Na, von mir aus. Nein, das ist noch kein Finale. Das ist noch mal Team. Sind doch noch so viel übrig. Oh, ich habe einen Schweif. Okay. Lebend kriegt ihr mich nie! Ah, das war knapp. Dem einen entflohen und dem anderen in die Arme gelaufen, beinahe. Oh Gott, Mist. Genau. Genau so. Ah! Leute, wir blockieren uns hier nur alle gegenseitig. So kriegt keiner einen Schweif. So geht das nicht. Ah, ich habe deine Strategie durchschaut, Ananas Guy. Ha! Namen aktivieren ist hier ein ganz gemeiner Trick übrigens. Nur so mal als Tipp. Puh.
Nein, er hat meinen Plan durchschaut. Verdammt. Mein teuflischer Plan. Oh oh. Was denn jetzt? Wer hat ihn denn jetzt? Ich habe ihn, oder? Nein, er hat ihn. Ich habe ihn wieder. Ah, ich würde so gerne so eine Wirbelattacke machen oder schweben wie Mario. Wenn man schon so einen Waschbärschwanz hat, oder? Sollte man meinen, das ist so. Oh Gott, den behalte ich unmöglich noch die letzten Sekunden. Das war gerade... Meine Güte, was war denn das? Keine Ahnung, echt Glück. Ja! Huiuiui, kann ich denn nur sagen. Huiuiui. Elf. Auch noch ziemlich viel. Oh, cool. Das ist das neue Spiel. Schön, dass wir das noch bekommen haben. Das ist ein Finale. Alles klar. Okay, das ist eine Hardcore-Version von dem anderen Sprungding, das man eh schon kennt. Na, schauen wir mal. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich das spiele. Ich hoffe, ich schalte nicht zu früh aus, damit wir wenigstens noch ein bisschen was davon sehen. Ach du Scheiße, da fallen einzelne Blöcke raus. Ich verstehe. Oh, ja, das ist natürlich... Haha, nicht schlecht. Das gefällt mir. Nein! Das ist cool. Das finde ich gut. Ja, und was ist, wenn am Schluss mehrere auf dem gleichen Feld stehen? Und dann gleichzeitig ausscheiden? Oh, das wird gefährlich hier. Puh. Oh oh. Die Lage spitzt sich zu hier. Aber das ist nett. Das ist ein cooles Minispiel irgendwie. Das macht Spaß. Cooles Finale, finde ich. Aber wie gesagt, bin gespannt, was passiert, wenn... Nein, nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, war das knapp. Oh Gott, ich habe mich schon fallen sehen. Ich war schon, ich habe den Schleim schon geschmeckt auf meinen Stoßzähnen. Weil Mammuts haben mit ihren Stoßzähnen geschmeckt, das wissen die wenigsten. Nein! Oh! Zwei Finalisten noch, den würde ich aber jetzt gerne noch zusehen. Geht das noch, zuschauen? Drei Finalisten, klar. Zwei dürfen noch ausscheiden oder müssen noch ausscheiden. Ah, die letzten beiden. Taube oder Ninja? Ui. Taube hat's erwischt. Ninja wird zum Champion. Verdient. Aber anscheinend fallen die gar nicht alle runter. Es wird nur einfach immer schneller und schneller dann. Okay. Naja, coole Runde und wir haben das neue Finale noch gesehen. Das freut mich, das ist schön. Na schön, Leute, dann machen wir Schluss für heute. Schön, dass ihr mit dabei wart, es hat mich gefreut. Schön, dass wir The Last of Us 2 jetzt heute gemeinsam beenden konnten. Die Folgen dazu gibt es natürlich wie immer auf YouTube jetzt dann die nächsten Tage. Wird sich wahrscheinlich ungefähr bis Anfang nächsten Monat erstrecken. Dann ist wahrscheinlich The Last of Us 2 durch. Und wir sehen uns dann... mal gucken. Ich bin mir nicht sicher. Ich würde sagen, am Dienstag, das wäre der erste, quasi mein erster Tag nach dem Urlaub, machen wir keinen Stream, weil da muss ich wahrscheinlich ganz viel andere Sachen für den Kanal erledigen, ganz viel organisatorische Sachen, die liegen geblieben sind. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns live streamtechnisch am 3. wieder. Machen wir am Donnerstag den Standardstream dann. Am 3. September. Denke ich mal. Sage ich jetzt mal so Pi mal Daumen. Auf Discord gibt es, wenn es soweit ist, nähere Infos dazu.
Gute Nacht, Dankeschön. Danke, Zack auch einen schönen Gruß von mir. Und Cludo natürlich auch, wenn sie noch da ist bei dir. Und ja, auch gute Nacht, Radgar, oder euch, oder noch viel Spaß. Und ich sage jetzt ciao. Adieu. Gute Nacht.